Die Teuerungen haben Österreich seit Monaten fest im Griff. Für immer mehr Menschen wird der Gang zum Supermarkt eine Unmöglichkeit. Auch bei den Lebensmittelausgabestellen der Caritas spürt man den Andrang. Um dem Bedarf gerecht zu werden, wurde am Mittwoch eine 15. Ausgabestelle am Gellertplatz in Wien Favoriten eröffnet. Der Bedarf an kostengünstigen Lebensmitteln ist jedoch nicht nur im 10. Bezirk hoch, wie uns Klaus Schwertner von der Caritas im Interview verrät. Wir haben Lebensmittelausgabestellen im ganzen Stadt verteilt. Heute am Vormittag hat etwa in der Erlöserkirche im 23. Bezirk die Leo-Ausgabestelle geöffnet und gehabt. Und mehr als 130 Menschen sind dorthin gekommen, weil sie dringend auf diese Unterstützung angewiesen sind. Das heißt, es ist nicht ein spezifisches Problem dieses Bezirks, sondern wir sehen, dass Armut ein Stück Realität in der ganzen Stadt, aber auch im ganzen Land ist. Auch Sozialminister Johannes Rauch war bei der Eröffnung vor Ort. Dabei sind es keineswegs nur arbeitssuchende Menschen, die sich die Lebensmittel im Supermarkt nicht mehr leisten können, so Rauch. Nein, das geht da quer durch. Das sind Mindestpensionistinnen, Menschen, die aufgrund langer Arbeitslosigkeit ein ganz geringes Einkommen haben oder Menschen, die nur Teilzeit beschäftigt sind und die einfach darunter leiden, dass die Betriebskosten, die Mietkosten, die Stromkosten, die Lebensmittelkosten enorm gestiegen sind. Ohne Einrichtungen wie diese könnten viele Besucher der Caritas Lebensmittelausgabestellen ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten. Man kommt schon ziemlich einige Tage damit aus und es ist sehr hilfreich, weil mit der Mindestpension von 1053,64 Euro hupft man nicht sehr weit und ohne die Unterstützung dieser Märkte weiß ich nicht genau, was ich machen würde. Man ist natürlich eher hungern. Aber dass ich mich auf die Straßen stehe und betteln tue, das ist halt auch nicht wie gemeint. Ich bin froh, dass es gibt, weil mit dem Minimum, was ich habe, kann man nicht wirklich überleben. Wir können nichts leisten, der Regierung ein bisschen helfen mit dem Bonus und irgendwas, aber das ist viel zu viel wenig. Früher kann ich schon leisten alles und sparen und Geld hat. Heute ist irgendwas, weiß nicht, was ist das. Dabei sind die Leo-Ausgabestellen nicht nur auf Lebensmittelspenden, sondern auch auf freiwillige Helfer angewiesen. Eine Situation, die immer kritischer wird. Wir haben über 800 Freiwillige hier bei Leo im Einsatz, um diese Hilfe überhaupt möglich zu machen. Und wir brauchen momentan dringend beides. Zusätzliche Geldspenden und Sachspenden, aber auch zusätzliche Freiwillige, um die Fortführung dieses Projekts gut gewährleisten zu können. Was mittlerweile zunehmend schon auch schwieriger wird, ist, die Lebensmittel auch zu besorgen, zu organisieren. Da sind Einrichtungen wie diese darauf angewiesen, dass Lebensmittelketten auch ausreichend zuliefern. Bereits jetzt geht die Caritas davon aus, dass es in den nächsten Jahren noch mehr solcher Ausgabestellen brauchen wird, um die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten.